Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir wollen hier jetzt nochmal die Orks belästigen, sagen wir mal so, damit wir auf mehr Lernpunkte kommen. Und ich möchte hier auch, also ich möchte hier jetzt mal drumherum nochmal den ganzen Rest freien von denen. So, wir rennen jetzt erstmal auch mit gezogener Waffe und stechen uns aus Versehen jedes Mal das Auge aus. So, ich gucke aber auch mal, sind da hinten auch wieder neue Orks entstanden? So, wo war hier nochmal die Brücke? Hier. Hier sind anscheinend keine. Wie sieht's da hinten aus? Auch keine. Da sind keine, da sind keine. Sind keine mehr da, oder wie? Da sind welche. So, komm. Okay, da, hier waren nochmal zwei. Waren da noch mehr? Die habe ich jetzt aber auch erstmal nicht gesehen. Hier hat sich auch noch nichts, noch nicht viel neu gebildet, sagen wir so, an Gegnern. Ah, jetzt können wir wieder normal laufen. Endlich, das Sprinten ist vorbei. Echsenschwert. Haben sich neue Echsenmenschen gebildet? Eine Heilwurzel. Ich gucke erstmal hier. Ja. Neue Echsenmenschen. Aber auch nur ein Feuerwaran. Okay, da sind auch wieder zwei. Kümmere ich mich erstmal um die hier draußen. Yo. Nichts zu holen. Noch ein Echsenschwert. Und da liegt ein Drachentöter. Toter Drachentöter. Drachenjäger. So, ja, erstmal heilen. Essen wir erstmal die ganzen Suppen. Wasser hätten wir auch. So, hier. Das gibt 10. Lebensenergiebonus 12. So, Kronstöckel nicht essen. Weidenbeere. Komm, wir haben so viele davon. Die können wir wieder alle aufessen.
Die bringen aber auch so gut wie gar nichts. Wie viel Leben haben wir überhaupt? 710 Leben haben wir. Ja gut, also bei 710 Leben, die machen auch ordentlich Schaden, die Gegner. Liegt aber auch wahrscheinlich an dessen Waffen. So, Snapperkraut bringt nichts. Feldknöterich haben wir 34. Unkraut bringt nichts. Kronstöckel darf ich nicht essen. So, Heilwurzel. Dann Heilkraut. So, dann hier die Dinger, Heilpflanzen. So. Und die da drin jetzt. Müssten auch nur zwei Stück sein. Okay, die haben wir. Nichts zu plündern. So, gibt es da drin noch was Neues? Oder zumindest ein Bett? War hier keiner. Hier war kein Bett. Ja. Das heißt für uns, nochmal die Heildinger fressen. Und Waldbeeren. Lauflieder. Ja, komm. So. Hier können wir ein bisschen wieder was futtern. Wir belassen aber auch immer so, dass wir immer 5 Stück haben. Für den Fall sollten wir das brauchen für eine Quest. So, genauso wie von Wurst. Fische können wir auch essen. Wir sind so selten bei der einen guten Dame da. Können wir den ganzen Fisch auch noch aufessen. Ich wünschte, wir könnten einfach wirklich mal sagen, wir möchten alles auf einmal machen. Aber ich glaube, das ist dann mit der Liver-Mod möglich. Oder Alhaiva. Ich weiß nicht, wie spricht man das richtig aus? Wird immer unterschiedlicher, glaube ich, sogar ausgesprochen, ne? Komm, noch ein bisschen. So, gleich haben wir keinen Fisch mehr. Letzter Fisch. So, was ist das hier? Bier. Oh. Und das? Okay, macht das nicht. Aber gibt auch viel zu wenig, sagen wir mal so. Essen wir das hier mal. Ah, wir haben so viel gebratenes Fleisch wieder. Wo haben wir so viel Fleisch? Also gebratenes Fleisch wieder her. So, und speichern.
So, dann schauen wir mal, dass wir dort auch mal die Echsen wieder dezimieren. Falls die wieder hier sind. Also ich gehe davon aus, dass die wieder hier sind. Oder auch nicht. Scheint bisher nicht der Fall zu sein, dass die wieder da sind. Okay. Anscheinend nicht. Drinne vielleicht? Nein. Okay. Da hinten? Nope. Aber wir haben hier einen Lederbeutel und eine Spruchrolle übersehen. Ja, dann können wir hier wieder weg. Wenn hier nichts mehr Relevantes ist. In Lesters Turm. Ich nenne das Lesters Turm jetzt, wirklich. Für mich ist das Lesters Turm. So, dann haben wir eigentlich nur noch den Rest da, um die Burg hier zu beseitigen an Orks. Und den ganzen anderen Bereichen. Und ich glaube, wir haben aber jemanden vergessen, testen zu gucken, ob wir da uns noch Stärke hier nehmen können. Irgendwo in der Nähe von Dingens. Wo war denn das? Hier Errol, glaube ich, hieß er, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie weit der eintrainieren kann. Ah, den Jut haben wir auch noch wieder vergessen. Mit dem muss ich auch noch. Da ist ja auch noch ein Drachenjäger bei. So. Gestart. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Was willst du wissen? Drachenblut zapfen, Drachenschuppen ziehen, Drachensnapperhorn. Ich glaube, das könnten wir gebrauchen. Und Drachenschuppen ziehen. Ich will die beiden machen. Nimmst du am besten an seiner Bauchseite. Such eine weiche Stelle und stich mit dem scharfen Messer zu. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Was willst du wissen? So, Drachenschuppen? Drachenschuppen sind sehr hartnäckig. Aber gerade wenn du glaubst, du schaffst es nicht, löst sich das Ding von dem Rücken des Drachen. Hat er noch was? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Was willst du wissen? Drachensnapper brauchen wir nicht. Crawlerplatten? Nee. Gorn! Hier hast du dich also verkrochen. Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Hast du schon Beute gemacht? Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter. Und ich kann Schreie hören. Ein Drache? Vielleicht Lester? Vielleicht ist es Lester, der in seine alte Felsruine zurückgekehrt ist. Kann nicht sein. Soviel ich weiß, wohnt Lester dort oben nicht mehr. Ein Drache? Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären.
Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Was für Unholde sollen das sein? Was für Unholde sollen das sein? Ex-Menschen. Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Was ist mit den Orks? Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst noch mehr, als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kann's nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits, was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und den Weg zur Festung freikämpfen. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Außerdem will ich mir die Biester da oben mal aus der Nähe ansehen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Lass uns angreifen. Wie in alten Zeiten, was? Aber ich sag dir was. Das wird meine Schlacht. Diesmal werde ich vorangehen. Okay, ich war schon oben. Komm, Goran. Okay, der läuft erstmal durch den Baumsturm. Ich hoffe, er überlebt den Mist. Falls hier jetzt wieder was gespawnt ist. Also ich gehe davon aus, dass hier jetzt erst was wieder spawnt, sobald die Quest aktiv ist. Obwohl bisher scheint nichts Neues zu geben. War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund, den Rest musst du allein erledigen. Halt's ihn ordentlich ein. Ich werde zurückgehen, die Orks im Auge behalten. Kein Problem, ich sehe dich. Hoffentlich. Ist jetzt was Neues da oben? Oder war es jetzt nur bis hierhin zu laufen? Also, bis jetzt sieht es so aus, als gäbe es nichts Neues. Also keine neuen Biester. Ne. Gut, dann mach mal so einen Trank und rennen wir los. Moment, könnte auch Milton jetzt hier irgendwo sein? Ne, Gorn ist ja Drachenjäger geworden. Milton ist immer noch bestimmt im Kloster. Oder beim Kloster, besser gesagt. Was mit Diego ist oder mit Lester, habe ich keine Ahnung, wo der ist. Da, Heilwurzel. Nehmen wir mit. Auch wenn die uns kaum noch was bringen, aber besser, wir nehmen die mit, als die liegen zu lassen. Übrigens, den Stein da habe ich noch nicht benutzt. Da ist noch ein Ork.
Nice. So, schwere Ork-Axt. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir alles mit. So, Spiel speichern. Warte mal, da liegt was. Silberkelch. Steintafel. Armbrust. Und da liegt auch noch was hinter. Echsenschwert. Und wo kamen die jetzt? Bestimmt von da oben irgendwie runtergerutscht. Achso, das Ding kann ich nicht benutzen. Und hier gibt es auch noch nichts Neues. Okay. Fast wäre ich da. Gut, dann gehen wir mal weiter. Aber okay, da gab es auch noch nur zwei Orks. Hier gibt es noch keine neuen. Doch, da. Nochmal speichern. Zengraf. Spitzhacke, Beil. Das nehmen wir mit. Zengrafs Armbrust. Bogen. Bolzen nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Snapperklaut, Feuerring. Gürtel des Feuerläufers. Gürtel der Stärke. Die nehmen wir auch nochmal mit. Wir haben Zengraf auf jeden Fall gefunden. Mal gucken, gibt es hier noch mehr Orks? Neue Drachensnapper, na toll. Da haben wir einen neuen Ork. Den machen wir platt. So, wo ist sein Schwert hin? So, wenn ich hier jetzt hochlaufe, an den Snappern vorbei. Ich will hier jetzt erst einmal die Orks in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, greifen die sich auch gegenseitig an? So, wenn ich jetzt hier Bescheid sage, Zengraf ist tot, kriegen wir auch nochmal Erfahrungspunkte. Und dann können wir hier auch nochmal kurz schlafen. So, jetzt ist auch Rennen wieder vorbei. So. Hier, Uda. Ich habe Zengraf gefunden. Ich habe Zengraf gefunden. Wirklich? Wo ist er? Er ist tot. Hier ist seine Armbrust. Er hatte sie bei sich. Er muss sich die Armbrust zurückgeholt haben, ist aber dann doch wohl von den Orks erschlagen worden. Ja. Verdammter Narr, ich wusste es. Wir werden alle sterben. Das glaube ich auch mittlerweile. So. Ich will jetzt aber nochmal hier runter. Wir wollen hier noch die restlichen Orks umnieten. Wir brauchen jetzt hier nicht pennen zu gehen. Wir finden hier bestimmt noch ein paar Orks, die wir umlegen können, bevor wir pennen gehen. So, wo sind die nächstgelegenen? Da sind die nächstgelegenen. Nochmal speichern. So, die sind jetzt hinter uns her. Ja?
Ich will nur zwei jetzt haben. Zwei würden noch gehen. Nein. Manchmal will das Angreifen nicht funktionieren, so wie ich das möchte. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Ja, jetzt muss ich definitiv pennen gehen. So, welchen Tag haben wir jetzt schon mittlerweile? 177. Tag. So, nochmal hier hoch. Nein, hochspringen. Genau. Jetzt gehen wir pennen. So, warte mal. Wir haben noch 14 Lernpunkte. Ich kann das nicht. Ne, der kann nichts. Was wollte Ferros nochmal? Für Ferros hatten wir auch noch eine Quest. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Meinst du, mir geht es besser? So, Reton. Warte mal. Ne, nicht er war das. Jan. Hey, du. Bring mir Schmieden bei. Bring mir Schmieden bei. Was genau willst du schmieden? Nee, ich glaube, das sind nicht die, die ich haben will. So. Und so. So, dann eliminieren wir hier noch die restlichen Orks eben. Auf die Schnelle. So, komm her. So, du willst auch noch, hä? So. Und speichern. So. Die meinten aber auch hier irgendwo in einer der Hütten. Wäre doch irgendwas. Ferros Schwert. Auf der hohen Klippe im Süden, wo die Ork-Zelte stehen, hat Ferros sein Schwert angeblich verloren. Südlichen Spitze? Also nicht hier bei den Zelten. Nicht, dass ich das jetzt aus Versehen verkauft habe oder so. So, das nehmen wir mit. Und da vorne sind noch mal zwei Orks und ein paar Lurker. So, Ui. Okay, das war jetzt zu weit weg, glaube ich. Wo kommen wir können es auch gegen beide aufnehmen, oder? So, haben wir geschafft. Da ist nichts zu holen. So, und die Ork-Axt nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir da noch einen Barg und ein paar Lurker. Die machen wir auch noch platt. So, da hinten gibt's auch noch bestimmt noch welche. So,
So, die Lurker schaffen wir locker. Ich finde es süß. So, die Richtung gab es glaube ich nichts mehr. Wie viel brauchen wir noch? 9000 für die nächste Stufe. Da haben wir noch einen Wag. Aber ich kann jetzt kein... Doch, da ist ein Schamane. Nee, das Viech. Da ist nichts zu holen. Der war jetzt das Schlimme. Jetzt gehen wir noch einmal in Richtung Burg. Und füllen unsere Gesundheit mit ein bisschen Schlaf auf. Obwohl, warte mal, wir hatten hier die Arena noch nicht durchsucht, kann das sein? Silberner Ring. Unbekannter Soldat, der hier drinne begraben wurde. Okay. Gehen wir mal hier rum. Was? Wo kommt der denn her? Jetzt ernsthaft, wo kam der denn her? Aus welchem Loch? Das war ja übel. So, nochmal hoch. Und hier nochmal hoch. Also ich beneide die ganzen Drachenjäger hier aber um ihre Rüstung. Die haben eine bessere Rüstung als ich. Allesamt. Ich will auch einen mit Helm. Wird sich das jemals ändern? Man darf halt nicht alles glauben, was man will. So. Wieso bleibt man mal hier hängen? Und er meinte eigentlich hier in der Südspitze. Das ist ja Süden hier, oder? Nee, das ist nicht Süden. Da oben irgendwo. Hatte Ferros sein Schwert verloren? Irgendwo vielleicht da oben bei den Zelten? Warte mal, was hat er gesagt? Gab Ferros Schwert. Ferros hat sein Schwert bei den Orks liegen lassen, sehr leichtsinnig. Auf der hohen Klippe im Süden, wo die Ork-Zelte stehen, hat Ferros sein Schwert angeblich verloren. Okay, also da oben ist das irgendwo. Da holen wir uns sein Schwert und geben das ihm wieder zurück. So, hier sind die Orks wieder da. Nichts zu holen.
Okay, und den da auch nochmal. So, was mit ihm? Und da kommt schon der nächste. Okay, das war jetzt überraschend einfach. So, und Ferro-Schwert haben wir. Nice. Hier gibt es auch keinen Ork mehr. Gut, dann bringen wir ihm das mal. Jetzt eben noch auf die Schnelle. Können wir das machen? So, wie viel fehlt uns jetzt noch? Knapp unter 7000 sogar. Für die nächste Stufe. Aber dann können wir Ferro sein Schwert wiedergeben und wären dann damit auch schon mal fertig. Dann hätten wir für heute nochmal eine Quest erledigt. So, hier nochmal und hier nochmal. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. So, Ferros. Ich glaube nicht, dass ich da. Ich habe dein Schwert. Ich habe dein Schwert gefunden. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Zeig mir, wie ich meine Fähigkeiten verbessere. Ein guter Kämpfer muss lernen, seine Fähigkeiten direkt auf seine Waffe zu übertragen. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Stärke? Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Danke. Ich glaube nicht, dass ich da was ändere. Letztendlich wird die Gerechtigkeit sein. Ja, okay. Hat sich gelohnt. Naja, okay, 400 Erfahrungspunkte haben oder nicht haben. So, dann heißt es jetzt eigentlich den Rest hier noch frei machen. Beziehungsweise, ich würde noch mal kurz Errol aufsuchen wollen. Komm, wir suchen Errol jetzt auf. Vielleicht hat er noch die Möglichkeit, uns hier Passemintal. So, dann gehen wir mal dahin und dann direkt zum Großbauern. So, Hafenstadt, Taverne, Zardas. Hier Großbauern dann. Ich hoffe, Errol ist in der Lage, uns über Dings hier, über dem normalen Wert hier, zu lernen, unterrichten. So. Und direkt. So, dann machen wir den wieder weg. Und beeilen uns mal. Du hast das nicht gewusst. Ich habe was anderes gehört. Selbst ist doch nicht drauf. Ich finde die Gespräche hier sehr interessant. Das wird sich nie ändern. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Glaubst du wirklich daran? Oder warte, Torloff, konnte er auch noch ein bisschen mehr beibringen?
Hatten wir den ausprobiert? Ich probiere ihn nochmal aus. Ob er uns über 90 noch machen konnte. Die meisten waren ja 90. Einer, also Karl war 120. Torloff, wie weit konnte er? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Das hätte er hatte das nicht. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, Torloff. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Bitte sag mir, du kannst noch Stärke mehr machen. Ja! Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Er hat auf die falschen Leute, das nicht sieht, kann ich ihm auch. Okay, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Okay, er war in der Lage, uns zu unterrichten. Jetzt haben wir 137. Wenn wir jetzt noch, okay, 4 Lernpunkte haben wir gerade. So, wenn wir jetzt nochmal 40 bekommen, oder 36, dann, so, passe Mimika. Gehen wir wieder zurück. Talbin? Der Pass war doch gar nicht so schlimm. Der Pass war doch gar nicht so schlimm, oder? Ich danke dir für die Rettung. Hier, ich habe diesen unbearbeiteten Stein auf dem Pass gefunden. Ich denke, er wird dir noch nützlich sein. Ich vermute, es ist ein Erzbrocken. Möge Innos dich beschützen. Okay. Ich hoffe, den sehen wir wieder. So, warte mal. Wir können ja nochmal 32 Fleisch braten. Warum gewittert es jetzt so sehr? Nice. 32 Fleisch. Jetzt haben wir exakt 100. Okay, sehr interessant jetzt gerade. So, und wie viel fehlt uns jetzt eigentlich für die nächste Stufe? Knapp unter 6000. Kriegen wir hin. So, dann gehen wir halt wieder zurück ins Mintal. Und bereiten uns vor auf den Angriff gegen die Drachen. Also wir brauchen wirklich noch 8 Lernpunkte, 8 Stärkepunkte. Damit wir bereit sind, sagen wir mal so. Gegen den ersten Drachen zu kämpfen. So, und dann wollen wir direkt mal den Mondturm, nee. Zum alten Dämonenturm. Teleport zum Pass im Mintal. Sah das zur Taverne Hafenstadt. Burg. Burg wird schon reichen. Und wieder weg damit. Ist eigentlich hier irgendjemand da? Neu, also hier unten? Vielleicht Milton oder so? Oder hier? Auch nicht? Gut, dann gehen wir mal wieder raus.
Okay. So, der Wald ist aber noch voll mit Orks und anderen Kreaturen. Hier vorne der. Nein! Ja, überlebt. Ich dachte, ich gehe jetzt drauf. Vorsichtshalber speichern. So, da haben wir noch mal 3 Orks. So, jetzt haben die mich gesehen. Okay, den einen. Mit. Die Axt nehmen wir mit. Keine Ahnung, wo die jetzt hinlaufen. So. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Was hat der? So, gibt's da hinten noch mehr Orks? Wachsen da. Und noch mehr Orks. Hier rum noch welche? Noch mehr Wachs, ja. Nein, nicht springen. Okay, jetzt kommt der. Hat mich jetzt einmal ordentlich erwischt, aber geht. Da ist nichts zu holen. So, dann gab es hier noch irgendwo Wachs da. So, komm, triff den noch. So, speichern und den nächsten Ork anlocken. Der scheint allein zu sein. Nein! Lass meine Schattenläufer in Ruhe, du Mistviech! So. So, der ist da jetzt am Fressen. Immerhin. Ich bin dem egal. Das freut mich sogar ein bisschen. Das heißt, ich kann den erledigen, ohne dass, dass der anfangs den Fokus auf mich setzt. So, speichern.
Noch zwei Snapper. Also Drachensnapper. Vier. Waren also. Das waren insgesamt vier. So, looten. Speichern. Und den nächsten anlocken. Ich hoffe, ich krieg den kleinen. Okay, der war knapp. So, das heißt nochmal ein bisschen Heiltränke gönnen. Warte mal, wir gönnen uns mal die hier, ja. So, und nochmal speichern. Dann können wir den da jetzt platt machen. Oh, da hinten ist noch ein Ork. Um den kümmern wir uns nach den Snapper hier. Hä? So, speichern. Okay, scheint nur der eine zu sein. Aber ich finde schon mal gut, dass wir den jetzt auch noch besiegt haben. Oh, da war ja noch ein Snapper. Noch zwei. Einer ist da im Wasser. Gönnen wir uns noch ein paar Heiltränke? So, und den hier. Speichern. Und den da. Ja! Speichern. Das heißt, wir können nochmal zweimal Stärke machen bei Torloff. Gibt es auf der Seite des Flusses noch was? Neue Viecher? Nö. Okay, die Seite scheint wieder frei zu sein. Könnten aber auch mal zu den verlassenen Minen gehen und gucken, wie es da aussieht bei den ganzen Leuten, die da im Grunde zurückgelassen wurden. Den ganzen Schürfern und so. Ich frage mich auch, ob der eine Paladin da, bei der einen Mine, ob der noch immer tot ist oder quasi geresettet wurde beim Kapitel Neustart und wieder lebendig dort irgendwo rumsteht oder ersetzt wurde. Weil der vielleicht für irgendwie irgendwas noch gebraucht wurde. Lass mal gucken, gibt es hier noch jemanden, den ich vergessen habe? Nope, wir haben hier, glaube ich, alle erledigt. Das ist gut. Wir haben alle erledigt.
können wir uns da um die Seite des Flusses da auch mal kümmern. Und dort auch schon mal alles frei lassen. Aber ich finde es gut. Hier ist eigentlich gut für Skillpunkte sammeln. Wir sind schon Stufe 40 Drachenjäger. So, da haben wir noch mal ein paar Wards. Ich sehe aber da hinten keine Orks. So, umdrehen. So, den auch noch mal looten. Und vorsichtshalber speichern. Vorsichtshalber auch nochmal auf den anderen Bildschirm. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Pilze. Also ich gehe eher von aus, wenn hier was gerespawnt ist, dann oben. Unten in der Höhle glaube ich nicht. Hier haben wir auch nochmal wieder Pilze. Ich sehe da einen Snapper. Zwei Snapper. Die machen wir platt. So, nochmal speichern und den nächsten. Jo. Okay, haben wir geschafft. Hier scheint wirklich nichts wieder neu zu sein. Der liegt hier immer noch tot. Der arme Ritter eigentlich. Ist Grimes noch da? Die sind immer noch schön und fleißig am Schürfen. Okay. Neuer Snapper. Ah, warte. Vielleicht ein paar Heiltränke. Nehmen wir das. Oder warte, wir haben ja so viel Fleisch. Wir können das Fleisch einfach mal verbraten. Die machen einfach viel zu wenig Leben wieder her. So, das wird fürs Erste reichen müssen, um gegen den Snapper anzutreten. Ich glaube, es ist nur der eine hier. Okay, nice. Den haben wir. Komm, den machen wir als großes Finale jetzt für die heutige Folge. Wir brauchen nicht einmal volles Leben. Also, wir müssen nur... Vollkommen gereicht. So, ich will jetzt aber auch einmal gucken. Sie sind hier
die Echsenmenschen wieder da. Die Lurker sind hier immer noch irgendwo unter Wasser. Da sind wieder Snapper. Aber ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.